Und da stehen wir auch schon vor der Stadt hier, ja, ein Xenoblade Chronicles 2. Wir haben am letzten Part haben wir so ein paar größere Tiere umgenatzt, ja, so ein Gorilla und so weiter. Und jetzt gehen wir weiter in die Stadt. Wartet mal einen Moment. Irre ich mich oder ist der Pegel des Wolkenmeers gestiegen? Sieht ganz danach aus. Das nennt man wohl Flut. Die Wolken stehen immer unterschiedlich hoch, weil der Gomo-Titan die ganze Zeit im Meer herumläuft, richtig? Genau, bei manchen Bewegungen reichen ihm die Wolken gerade mal bis zu den Knöcheln, dann wieder steigen sie bis zum Bauch hoch, so wie jetzt. Zu dem Lager von letzter Nacht können wir an diesem Wolkenpegel jedenfalls nicht mehr zurück. In der Tat, dieser Ort dürfte jetzt im Wolkenmeer versunken sein. Aber der Titan bleibt ja immer in Bewegung, das heißt, bald ziehen die Wolken sich wieder zurück, oder? Genau so ist es. Ich hatte das alles schon mal gehört. Ich hatte das alles schon mal gehört, aber so mit eigenen Augen zu sehen, ist nochmal was ganz anderes. In Lefteria gibt es keine Ebene und keine Ebbe und keine Flut. Und Argentum schwebt, da gab's es auch nicht. So, lern doch mal lesen, Junge. Alrest ist wirklich groß. Okay, genug gestaunt. Gehen wir weiter. Dann sind nur noch ein paar Schritte nach Torigut. Ich sollte mehr lesen und weniger korrekt synchronisieren. Die Titanen von Alrest streifen durch die Tiefen des Wolkenmeers. Ihre Bewegungen beeinflussen den Wolkenpegel. Je nach Pegel sind unterschiedliche Gebiete zugänglich. Das solltest du auf deinen Abenteuern immer im Kopf behalten. Du kannst den aktuellen Pegel des Wolkenmeers in den Umgebungsinformationen prüfen. Wirf einen Blick auf das neue hinzugefügte Symbol oben rechts. Liegt die Markierung des Wolkenmeers... Oh Mann. Liegt die Markierung des Wolkenmeerpegels oberhalb der Mittellinie, herrscht Flut. Liegt die Markierung unterhalb der Mittellinie, kann das im Umkehrschluss nur eines bedeuten, nämlich Ebbe. Das ist oben das Symbol. Okay, und jetzt sehen wir Flut. Wir sehen, das ist über dem Rand voll, über die Mitte voll und jo. Gut. Würde ich sagen, gehen wir dann mal in die Stadt da und suchen die... Machen hier weiter. Ganz aufgeregt.特徴を捉えた人相書きで。え、なんだって。いえ、どうやら私とお嬢様の情報がごっちゃになっているようですね。これは心外。さあ、他に勇気ある者はいないか。 君のその勇気で明日のスペルビアを支えるんだ。ああ、もちろん月々の給料だけじゃない。恩給だって出る。勲功を積めば爵位だって賜られる。偉大なるスペルビア皇帝ネフェル陛下のために君の勇気を見せてくれ。さあ名乗り出よう、明日の英雄よ。ん？なんだろう、あの人だかり。 ドライバースカウトか。ドライバースカウト？最近じゃ街中でドライバーを募集してんだ。同調できるものは日々減っています。軍人の中にもいなかったのでしょう。ドライバーを募集とか同調って何のこと？見た方が早いよ。 やめなよ、兄ちゃん。危ないよ。 兄ちゃんにもしものことがあったら僕たちどうすればいいの？
よくわかってるさ。だけど、もしこの僕がドライバーになれたら。 どけ! アオビオタン! さあ! 俺にふさわしいブレイドよ! 力を貸してもらおう! ありゃダメだな。じゃあな。 これは見かけ倒すな。残念。な、今何が起こったんだ。血吹き出てたぞ。コアの負荷に耐えられなかったんだよ。残念ですが、資格のないものがコアクリスタルに触れるとああなってしまうのです。ドライバーになるのに資格がいるの？適正みたいなもんじゃよ。適正。 さあ、力投影口を手に入れ、帝国に貢献せんと望む者は他にいないのか! お、君か! 次は君なのか? さあ、前へ! 勇気を持って、前へ! 兄ちゃん! 大丈夫だ! 兄ちゃん、 絶対にドライバーになって、お前たちにいい暮らしをさせてやる! 兄ちゃん! おめでとう、かな。 クリスタルが武器になった。 ブレイドとはああして誕生するんじゃよ。 え、でも俺の場合は。 あんたの場合は特別。ホムラ、天の聖杯なんだろ。 なったら何が起きたっておかしかない。っていうか、命分けてもらうとかもうすでに理解不能。ところで、その天の聖杯って何？あいつらもホムラのことをそう呼んでいたけど。私だって Du hast die größte Stadt von Gormod erreicht, Torigod. Eine gute Gelegenheit, dir etwas über die Entwicklung von Städten zu erzählen. Ob in Argentum oder in Gormod alle Städte erreichst, Alrest haben eine Entwicklungsstufe, die in 5 Schritten gesteigert werden kann. Und wie funktioniert das, möchtest du wissen? Indem du vor Ort Entwicklungspunkte verdienst. Wozu die Mühe? Wenn die Entwicklungsstufe einer Stadt steigt, sinken die Preise und in den Läden. Bisweilen nehmen die Läden vielleicht sogar ganz neue Produkte ins Sortiment auf. Entwicklungsstufe verdienst du, indem du Missionen erfüllst und die Probleme der Bewohner löst. Sogar für Gespräche mit Bewohnern erhältst du eine geringe Menge Entwicklungspunkte. Die Entwicklungsstufe wird beim Einkaufen in den Läden angezeigt. Du kannst sie auch im Hauptmenü unter Schnellreise überprüfen. Wenn dir das Wohl von Alrest am Herzen liegt, solltest du so viel wie möglich zur Entwicklung seiner Städte beitragen. Wow, jetzt appellieren sie sogar noch an meine Moral, ja. Was soll das denn? Na, hattest du die Zeit für einen Einkaufsbummel? Wann immer du eine neue Stadt betrittst, solltest du dich nach ihren Geschäften umsehen. Vielleicht sind hier ganz neue Waren im Angebot, die es bisher nirgendwo zu erwerben gab. Um die besten Schnäppchen zu machen, könntest du auch per Schnellreise nach Argentum zurückkehren und dir das Angebot der Händler vergleichen. Nee, ich konnte ja noch nicht angucken. Ich wurde ja noch ein bisschen rumgescheucht. So. Ja, Axtaufsatz, Lanzenaufsatz, okay. Okay, nee, das machen wir aber nicht. So, sind da hinten alle müde oder was? So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, da unten. Ich habe ja noch ein bisschen was eingekauft vom letzten Mal. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich erstmal nichts zu machen. So. それにしても、コアクリスタルに触れるとブレイドが生まれてくるだなんて。 やっぱすごいよな。
私たちブレイドの本体はコアクリスタルと呼ばれる宝石に似た素子なんです。触れたものに適性があった場合のみ自身の体細胞を増殖させて分離体を生み出す。それがブレイド。つまりドライバーとコアクリスタルが運命的に巡り合ってこそブレイドが誕生するということじゃな。不思議だな。なんでそんなことが起こるんだ。さあそれは誰にもわからんよ。イニシエからそういうものなんじゃ。生まれ出るブレイドの容姿は千差万別。人に近いものから私のようなものもおります。ドライバーの個性や精神が反映されているって説もあるね。ドライバーとブレイドとの出会いはとっても神秘的なんですよ。あの時ホムラは泣いていた。ホムラもさっきのブレイドみたいに誰かから生まれたんだろうか。天の聖杯って一体。一同抵抗するな。むむ、こやつら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たち。その者帝国にあだなす反逆者イーラの者であろう。イーラ、ニアは違う。そうか。白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー、手配書の人相書きにそっくりではないか。人相書き、これだ。あ、似てる。なんだって。いや違う、似てない、全然似てない。こんなことやってる場合じゃない。そっくりだからってどうなってんだ。ちゃー。ふん。ところでお前、見たところお前もドライバーのようだが登録ナンバーは？え？登録？すべからくドライバーとなった者はアーケディアへ届け出なくてはならない。登録ナンバーがないということは、さてはお前モグリのドライバーだな。違う、俺は。お前たちを連行する。申し開きは領事閣下の前でするがいい。今から私と白虎で仕掛ける。その隙にあんたたちは逃げない。そうはいかないよ。これは私と白虎の問題だよ。あいつは今お前たちって言った。なら無関係じゃいられない。たく、相当頑固だねあんた。じっちゃんにもよく言われる。じゃあ 1-2-3 でいくよ。私たちは左、あんたたちは右。 OK。 いつでも。じゃあ行くよ。抵抗するのか、来るのか。1-2-0。ひらむな、相手は少数、取り囲んでヒットラーロー。3。 Jetzt bekämpfen wir sogar schon die kaiserliche Armee. Was steckt denn da dahinter jetzt? Ein Mitglied der Torna? Okay. Weißt du eigentlich schon, was ein Anschlussangriff ist? Wenn du im Moment, wenn ein Autoangriff den Gegner trifft, eine Angriffstechnik auslöst, erscheint ein Lichtkreis um den Spielercharakter. Dieser Kreis zeigt dir, dass du erfolgreich einen Angriff angeschlossen hast. Ein erfolgreicher Anschluss hat zur Folge, dass die jeweilige Technik eine höhere Angriffskraft entfaltet. Außerdem lädt sich deine Spezialtechnik schneller auf und es lohnt sich also, Anschlüsse auszuführen. Der Effekt eines Anschlusses steigt mit der Stufe des Autoangriffs, also führe den Anschluss am besten nach dem dritten Autoangriff deiner Serie aus. Ja, das habe ich doch, glaube ich, schon die ganze Zeit so gemacht, oder? So, ich werde jetzt erstmal die Kleinen hier umhauen. Man so bombardiert, ich kann gar nicht reflektieren, was jetzt gerade hier abgeht. Also, sie soll ein Mitglied der Torna sein. Die Torna sind wahrscheinlich hier diese Gruppe rund um Jin. Und ich weiß aber noch nicht genau, was die denn jetzt vorhaben oder was die denn darstellen. Verfehlt. Ja, der dreht sich halt 30 Mal um. Hier, zack. So, bitte, jetzt hat er nur so viel Schaden gemacht, weil ich zum zweiten Auto-Hit gemacht habe. Gut, dann habe ich das ja verstanden. Jesus Christus, ey. So. Auf jeden Fall, was die dann vorhaben, weiß ich auch nicht. Die wollten sie auf jeden Fall haben und die wollten alle anderen töten.
Was ich auch noch weiß, ist, dass sie meinten, wenn die anderen Leute dann sterben und es hinter sich hätten quasi, dann müssten sie nicht mit ansehen, was mit ihrer Welt passiert. So, hau den mal um jetzt, ja, der nervt. So, hau mal deinen Wassersog raus. Ich werde uns jetzt heilen. Zack, zack, so. Kann ich ja auch mal machen. So, und das ist wieder so ein Ding. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Und zwar schon bevor ich dich treffe. Wow, okay, jetzt kämpfen wir gegen eine Klinge ohne ihren Meister und die soll so legendär stark sein, dass sie uns auch alleine platt macht. Das müsste ja ein strammer Meister sein dann. Wir jetzt aber erstmal den hier kaputt machen. Der ist ja nicht unnötig im Weg. Hier überschlagen sich ja die Ereignisse gerade. Ist aber ganz schön was los. So. Der visiert wahrscheinlich nicht an, ja. So, aber den kriegst du. Komm, den Angriff kann ich jetzt auch noch da reinmachen. So. Aber sie kriegt auch Schaden von der anderen. Klingenkombos kennst du ja schon, aber vielleicht sind dir noch nicht alle Feinheiten bewusst. Das hier ist ein Kombo-Angebot deiner Klinge. Es erscheint, wenn du mit der Spezialtechnik deiner Klinge entweder eine neue Klingenkombo starten kannst, oder wenn du auf diese Weise eine bereits laufende Klingenkombo fortsetzen kannst. Klingenkombos sind mächtige Angriffe, die einen Kampf entscheidend beeinflussen können, also achte stets auf solche Kombo-Angebote. Ja, gut, dann benutzen wir die einfach mal. Kenn ich doch schon soweit. So, schön den Rücken hier, das tut gut. Jo. Ist doch mal ganz unten, da habe ich zwei gespawnt. Ich habe nur 10%ige Chance und es hat geklappt. So, ich hau jetzt erstmal diesen Hauptmann da, wie gesagt, um. Weil da ein bisschen mehr Platz haben zum Kämpfen. So, jetzt mach dich mal weg. Danke, du warst eh nur bei Werk. So, Wassersog kann sie benutzen. Ich will jetzt aber mal bei mir auf Rang 2 gehen. So. Ja, sie lässt mich natürlich nicht. Seht ihr, sie verhindert, dass ich sie von der Seite treffen kann. Sie weicht halt klug aus. So. Zack. Ah, sie braucht nicht das. So, komm, jetzt benutzen wir mal die Kombi 2. Bitteschön. Und die Dampfbombe hinterher.
dürfte sie wahrscheinlich aber nicht so beeindrucken. Obwohl, sie sieht ja aus wie so eine Feuerklinge. Alter, Alter, sie knüppelt sie einfach nieder. Komm, ich helf dir mal hoch. Ja, gesehen, sie hat einfach eine Kombination ausgepackt und hat sie niedergeknüppelt, ey. Was war das denn? Ist nicht so gut. Doch ein bisschen stärker als der Gorilla eben. Auch enttäuschend bin ich. So, da mal so down. Ordentlich EP. あの人強い。ドライバー抜きであれか。諦めるな。こっちは再びだよ。ラッコ。エーテル遮断ネットだ。大気からのエーテル流を遮断されては得意のアーツも打てまい。ブレイドにも弱点はあります。 その一つはこれ。力の源であるエーテルの流れを遮られること。いや、ラッコ！逃げろ、レックス！私たちに構うな！無理言うな！見捨てるなんてできるわけないだろう！あんたには、あんたの目的があるだろ！でも、それを果たせ！レックス、今は引け！それしかない！でも、逃がしません！ レックス！くそー！水！今だ！バーニングスターだ！ホブラ！ この水流の中であの技、天の精はやはり本物か。おーい、こっちこっち、こっちだもん。逃がしてあげるもん。君は。 ありがとう。助かったよ。でもどうして俺たちを。なんとなくも。なんとなくっていうのは嘘も。本当言うといっつも威張り散らしてる兵士に完成したばっかのロケット株かもお見舞いしてやろうと思ってたもん。そこへちょうど兄ちゃんたちが追われてきたんだもん。外れて水道管に当たっちゃったけど結果オーライだもん。そうか。 さっきのは君が。トラだも。トラっていうのか。俺はレックス。こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくも、もふふ。ん？実は助けたのにはもう一つ理由があるも。理由？ま、それはトランチについてからゆっくり話すも。こっちだも。 Und wenn das mal kein lustiger Geselle ist, Freunde, das, ja, das ändert ja alles, sag ich mal. So, wir können keine Position ändern. Gut, dann sind wir noch gerade durch die Hilfe von ihm entkommen und dann würde ich sagen, wir haben so einiges an Input rausgefunden. Wir haben zum Beispiel rausgefunden, dass Pyra als Feuerklinge Feuer benutzen kann, obwohl sie durch Wasser geschwächt ist, was die andere nicht konnte. Weil es wohl irgendwie an der Aegis liegt. Wir werden das alles noch erfahren, aber in einem anderen Part. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Daumen runter, wenn nicht. Ihr dürft natürlich fleißig kommentieren und ihr dürft mich auch abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal dann. Ciao!